Hallöchen und willkommen zurück hier bei den Mini-Ninjas. Und Tora ist schon ganz aufgeregt hier. Und den gehen wir auch gleich mal hier was tun. So. Und dann machen wir mal weiter im stillen Wald. Der wirklich verdammt still ist. Ich fühle mich trotzdem immer noch irgendwie so ein kleines bisschen beobachtet. Obwohl wir ja eigentlich vorhin volle Kanne den Leuten hier eins auf die Mütze gegeben haben. Haha. Ich bin der König der Welt. Ja, ja. Eindeutig. Mir ist es hier jetzt gerade gesagt lieber. Oh, da ist noch eine Statue. Wenn wir ja noch so ein paar Ingredienzien sammeln könnten. Ja, ich meine, gut, wir haben jetzt schon ordentlich was am Start, ne? Also reicht für 13 Heiltränke und für immerhin 16 Ginsengtränke. Da ist doch der nächste Kollege. Die sehen uns sofort. Block ist nicht! Feierabend! Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Ginseng, gib mir dies. So, wir sind ja jetzt schon ganz schön weit vorgedrungen. Aber wir hatten ja zwischendurch eine Weggabelung. Wo geht's denn hier hin? Die Graubeerschlucht. Ja. Würde ich mal sagen, wir gucken uns mal noch ganz kurz hier um. Aber hier scheint es nichts mehr zu geben. Nö. Dann lass uns doch mal weitergehen. Wir machen erstmal hier jetzt den Weg fertig. Und wenn wir irgendwo an den Levelende gelangen, dann werden wir selbstverständlich zurückgehen. Denn da war ja noch ein riesengroßer anderer Weg. So mit tollen Toren und so. Mal abgesehen davon, ich... Hallöchen. Mal abgesehen davon, ich habe immer noch nicht das Windröschen gefunden. So, aber da hinten scheint ja ordentlich was los zu sein. Och, wieso auch alle hier stückchenweise nachrutschen. Oh, das war ja aber volle Kanne daneben. So. Und er steht alleine da. Guckt rum. Ach nee, guck mal, da ist ja noch einer. Oh, da sind ja sogar noch zwei. Ja, meine Freunde. Das war ja mal volle Kanne daneben, Junge. Das geht ja so nicht. So. Wobei, lassen wir das lieber. Ich habe so ein wenig das Gefühl, dass wir da jetzt noch nicht lang gehen sollten. Gerade was das Schreien da anbelangt. Außerdem, wie gesagt, wir haben ja noch den anderen Pfad, den wir gehen müssen. Von daher erkunden wir jetzt erstmal den hier. Aber ich werde trotzdem das Gefühl nicht los, dass wir hier noch irgendwo Gegner haben. Die kamen halt so total überraschend, unüberraschend, weil irgendwie war mir ja schon klar, da kommt was. Weil kann ja nicht sein, so ein Riesengebiet, keine Gegner. Das geht ja nicht. Ja, also das wäre Leveldesign technisch, wäre das ein bisschen schwach. Aber Mini Ninjas gibt sich ja diese Blöße nicht. Muss man ja wirklich mal sagen. Hätte ich wirklich echt nicht gedacht, dass das so ein gutes Spiel ist. Ja, also muss man mal loben. Ja, man muss auch mal Lob verteilen. Nicht immer nur auf Spielen rumhacken und sagen, ja, die sind scheiße.
Gut, ich mache das prinzipiell meistens bei Spielen nicht. Damals, als No Man's Sky rausgekommen ist, haben ja auch fast alle drauf rumgehackt. Ich fand's jetzt nicht so schlecht. Lag vielleicht doch daran, dass ich vorher von dem Spiel nie was gehört habe und es irgendwo als Let's Play gesehen habe und mir dachte so, ja, das will ich. Und ja, ne? Dann hat man sich's halt gekauft. So, wo geht's denn jetzt hier lang? Heiliger Tempel voraus. Ah! Ihr geht doch nicht etwa hier zu Meister Rabe. Max Rabe ist auch im Spiel dabei anscheinend. Hand hoch, wer kennt Max Rabe? Das ist eine toller, witziger Typ. Also nicht, dass er jetzt irgendwie Witze macht. Nein, der singt. Aber der singt toll. So richtig so 30er-Jahres-Style. Warum habe ich jetzt nur zwei hier rausgepflückt? Ich weiß es nicht. Ja, aber so richtig so 30er-Jahre Opern-Style. Ich finde das cool, was der singt. Der gute Max. So, und was sagt hier der Max? Oh ja, Ninja. Meine Tengu-Brüder haben gesagt, du würdest mich besuchen. Wie kann ich dir helfen? Zeig mir dein Angebot. Was hast du denn noch so? Seltsames Gebräu. Ja, hast du noch irgendwas anderes? Ja komm, dann nimm halt her. Das Rezept wurde der Rezeptsammlung in deinem Inventar hinzugefügt. Hast du den nötigen Zusagen? Kannst du den tragen? Ja, einfach so. Waffen? Auch nicht so wirklich, ne? Wobei, Kirschbomben... Ist die Frage, haben wir jetzt nächste... Haben wir jetzt bis zum Schluss noch... Gute Reise. Noch so ein Alle Tempel. Alle Tengus verfolgen dein Abenteuer mit großem Interesse. Dankeschön, Max Rabe. Du bist wieder da? Was? Gute Reise. Ja, ja, lass uns erst mal Alle hier weggehen. Alle Tengus verfolgen dein Abenteuer mit großem Interesse. Flammöltrank, seltsames Gebräu. Ja, was macht das denn? Okay, da brauchen wir eine Tigerlilie dafür. Wofür brauchen wir noch die Tigerlilie? Für den Pfeilschildtrank. Ansonsten zumindest für mich jetzt nichts Wichtiges. Dementsprechend ist was. Du hast den Trank erfolgreich zubereitet und deinem Inventar hinzugefügt. Seltsames Gebräu. Weißt du was? Den nehmen wir jetzt einfach mal. Oha. Ja, das ist, Ach, sieh mal einer an. Damit hat man unendlich Ki. Okay. Man hat zwar eine Sicht wie auf Drogen, aber... erste Mal, was hatten wir denn? Wir hatten, glaube ich, die Wurfsterne. So wirklich haben wir die ja nicht genutzt. Von daher, lass mal Eissturm hier dann noch mit drauf. Und so wirklich die Schallwelle nutzen wir ja auch nicht. Von daher... Lass mal noch die Seelenform reinschmeißen. Zack. Und, Flammöltrank. Das war noch Mische einen Trank, der jede Klinge vorübergehend in einen Flammenschwert verwandelt, dessen Attacke nicht abgewehrt werden können. Ach so. Ja, wie viel haben wir denn jetzt von dem seltsamen Gebräu? 4. Weißt du was? Machen wir hiervon auch 4. Und den Rest, den behalten wir mal. So, gut, okay, dann habe ich das mit den Toren da ein wenig missverstanden. Ich dachte, ja, jetzt kommst du hier zum Schloss. Aber das
hier scheint ja doch der richtige Weg zu sein. Ja, es ist ja meistens so, auf dem Weg, den man beschreitet, wo Gegner kommen, das ist meistens der richtige. Das kann man sich auch fürs Leben merken. Immer da, wo man auf Widerstand stößt, ist genau der richtige Weg. So, einmal hier durch den Busch durch, zack. So, wir könnten ja dann mal wieder unsere Seelenform auch nutzen. Wir haben zwar jetzt hier nicht wirklich einen Gegner dabei, aber... Ja, doch. Wir kommen da ja gleich wieder an gewisse Stellen, wo schreiende Menschen sind. Moment, es hat kurz an der Tür geklingelt. Bin gleich wieder da. So, da ist er wieder. Tja, war an der Tür, aber es war keiner mehr da. Das finde ich richtig geil. Irgendjemand lässt meistens dann den Postboten rein. Und der klingelt nur ganz kurz und dann ist er sofort wieder weg. Ah! Ist ja gut hier. Ja, genau. Kommt ihr mal alle ran? Was? Als ob sie nicht gecheckt hätten, dass ich der Gegner bin. So, da kann ich nämlich die hier wunderschön rausholen. Ja. Da gehe ich nämlich einmal hier schön hoch. Ah! Vielleicht doch nicht. So. Ah! Verdammt, den Dicken gibt's ja auch noch. So. Greif dich immer von hinten an. Denk mal darüber nach. Ne? Das macht man nicht. So. Und down im ersten Versuch. Ja, ja. Fürstrunden K.O. Aber es kann doch jetzt nicht sein, dass wir hier so weit von dem Schrein weg sind. Und diese Windrose nicht kriegen. So, hier scheint auf jeden Fall nicht das Levelende zu sein. Hey, kann doch aber nicht sein. Ich bin gerade echt versucht, nochmal zurückzugehen. Um zu gucken, wo diese Windrose ist. Die hat man bestimmt in der letzten Folge gesehen. Ich weiß es doch. Ich kenne doch mein Geschick. Hier ist schon wieder das nächste Tor. Ist hier etwa das Levelende? Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, dass irgendwie eine Cutscene kommt und dann geht es sofort weiter. Ja. Und fehlt da was. Ich würde gerne weiterspielen. Gut, dann suchen wir jetzt mal noch das Windröschen. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Also, das wird jetzt das Einzige sein, was wir in dieser Folge noch machen werden. Ich kann mir vorstellen, dass das wieder in der Nähe von diesem Schrein ist. Keine Ahnung warum, aber ich kann es mir doch ja vorstellen. Und wir haben es bloß wieder übersehen. Und da crawl mir vor Shrek die Nase. Ja, also es ist meistens so, wenn euch eure Nase krabbelt, dann habt ihr irgendwas vergessen oder übersehen. Das ist, ja, ja, das ist wissenschaftlich erwiesen. Hm. So. Dumm nur, dass das so ein riesiges Level ist hier. Da haben wir ein bisschen Weg vor uns. Vielleicht bin ich ja auch so nett und spule das Ganze ein bisschen vor. Dann würde es ja jetzt aber keinen Sinn machen, großartig rumzuquatschen. Dementsprechend quatsche ich einfach weiter. Was hältst du denn davon? Aber hier ist nicht zufällig, oder? Nö, sieht nicht so aus. Ja, wir gehen jetzt einfach nochmal zurück und dann werden wir ja sehen, wo sich die gute Rose aufhält. Oh, jetzt sind wir wieder hier bei dem zugefrorenen See, wo die doofen Samurai waren.
Ah, verdammt, von denen hätten wir mal noch Besitz ergreifen können. Das hätten wir mal noch austesten können. Aber naja, gut. Was soll's. So, hier hüpfen sie noch alle schön fröhlich rum. So. Suchen wir uns das Röschen. Da ist auf jeden Fall noch so ein Ashida-Speer. Oh, guck mal an, da ist ja noch ein Kontrollpunkt. Das ist also... haben wir ja völlig übersehen. Dumm ist halt eben, dass die Windröschen weiß sind. Na toll! Das ist ja echt fies. Du kommst hier rein und siehst das nicht und denkst, ja, wird schon irgendwo auf dem Weg sein. Na geil. So, aber wir haben's geschafft. Hier, bitteschön, ein Röschen nur für dich. Ka-ching! Und was gibt's jetzt noch? Neuer Zauber gefunden. Einer der zerstörerischsten Zauber aus alten Zeiten. Dieser Zauber lässt ein Hagel brennender Meteore in einem breiten Bereich vor dem Wirker niederprasseln. Okay. Es fehlt trotzdem ein Zauber. Das ist jetzt für das Zeitendingens gegangen, ne? Weißt du was? Inseki-no-jutsu. Oha. Das ist ja... Ah, ich kann es nicht machen, weil es... Wow. Okay, also es verbraucht 2/3 an Ki-Energie. Das ist ordentlich. Ich hoffe mal, dementsprechend ist auch die Wirkung gut. Wir werden es sehen. So. Ich habe ja schon jetzt bei dem Level-End-Screen gesehen, dass uns noch ein paar Dinge fehlen. Ich glaube, 3 oder 4 von den sammelbaren Blumen. Aber ganz ehrlich, dort ist es halt so. Regeneriert sich die Energie jetzt eigentlich? Ja, sieht gut aus. Die regeneriert sich sogar, während ich renne. Das ist sehr interessant. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Es ist schön, dass man die ganzen Spielmechaniken erst jetzt ganz zum Schluss auslotet. Naja, was soll's. So, aber guck doch mal, so lange hat es ja gar nicht gedauert. Waren, glaube ich, bloß so 3 Minuten oder so. Na, also, wenn man hier nicht auf Gegner trifft, kommt man ganz schön schnell durchs Level. Man glaubt gar nicht, wie sehr so ein paar Gegner aufhalten können. Oh. Dann sind wir jetzt also schon fast wieder da. Guck mal, da hinten ist wieder ein Schrein. Und da geht's wieder in Richtung... Ach, ich habe schon wieder vergessen, wie es hieß. Moment. Das werden wir sofort noch ausloten. Graubeerschlucht. Alles klar, dann sind wir jetzt hier in der Graubeerschlucht. Und, ach, ganz ehrlich, der Rest von den Sammelbaren ist mir jetzt so ein bisschen egal. Ich gehe mal noch ganz kurz hier hoch, weil man es kann. Aber hier ist auch nichts. Naja, dann ist es halt so. Dann lädt Asgu hier in das nächste Level. Beziehungsweise ich habe gar nicht so intensiv geguckt. Was? Oh, ich dachte, ich habe gerade was gehört. Ich habe gar nicht so genau darauf geachtet, wie lang der erste Part war. Ich habe ja zwischendurch mal ganz kurz aufgehört. Dementsprechend würde ich jetzt einfach mal sagen, das hier ist jetzt ein bisschen mehr als 9 Minuten.
wenn die Folge wieder ein bisschen kürzer wird. Sorry, ich merke doch nicht die ganzen Zeiten. Und ja, ich lasse mal in der Zwischenzeit noch das Key aufladen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.